in unser Herz. Vertraue dem Pfad und du findest die Antworten, nach denen du suchst. Alter, Kev, gleich mal Far Cry 6 Rinder. Da ist zu sehen, dass es zwei verschiedene Professoren gibt. Also einen für jede Edition. True, ja. Es soll alles auf Spanien angelehnt sein. Vom Environment her, oder was? Not bad. Selbst die, die gegen uns kämpfen, suchen nach Erlösung. In solchen Zeiten. Deshalb müssen wir stark sein. Wir müssen wachsam sein. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Weil die da draußen werden sehen, was wir erschaffen haben im neuen Eden. Die Liebe. Und sie werden kommen. Und sie werden uns das alles abnehmen wollen. Du richtest mich. Du richtest uns. Und was wir getan haben. Die Leute sagen, dass ich verrückt bin. Aber wenn du morgens aufwachst, siehst du dieselben Nachrichten wie ich. Pack dich. Warum ist es so asynchron bei mir? Hello, please help me. Bei den Professoren und den Legis sieht man, dass Kamesin etwas mit der Vergangenheit zu tun hat und Purpur mit Zukunft. Okay. Wild. Da bin ich gespannt, vielleicht warte ich dann doch. Also vorbestellen, glaube ich, würde ich es mir sowieso nicht. Würde es mir dann zu Release kaufen einfach, weil ich will es eigentlich nicht physisch. Einfach nur zum Downloaden, warte. Kann ich mir noch ein paar Videos dazu anschauen, dann dauert eh noch Ewigkeiten. Und wir rasen auf unsere Vernichtung zu und niemand ist bereit, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Ich kann es sehen. Du kannst es sehen. Und wir sind nicht verrückt. Aber was sollen wir tun? Einfach warten auf das Unvermeidliche? Ich behaupte nicht, dass ich perfekt bin. Aber ich habe gesehen, was kommt und beschlossen zu handeln. Anzuführen. Weil die Gesellschaft zerbrochen ist. Und der einzige Weg nach vorne ist zurück zu dem, wie es früher war. Unschuldig und rein. So sicher und beschützt. Was? Kev, was schreibst du da? Ganz wilde Theorie, was, dass die Legis eine andere Form haben, indem sie sich in Motorräder verwandeln? Gütiger, du hast wie? Scheiß Angst eingejagt. Hey, Sheriff. Ein paar haben es nicht geschafft. Die Jungs sagen... Was ist mit Burke? Grady soll ihn haben, aber... Und wo
Ghost ist ready. Herrgott. Also du musst dich entspannen, leg dich hin. Aber es ist Open World, oder? Ist es jetzt fix? Jesus. Müsste zu ist der, oder? Das Zeug kann dein Gehirn kräftig in den Arsch ficken. Da wäre Kamasin eine Harley Quinn Chopper und Pepe ein Rennbike. What the fuck, aber wie kommt man auf die Theorien? Hä? Du hast also die Leute aus dem Gefängnis befreit. Ja, es ist Open World, man kann bis zu 4 zusammen herumlaufen. Lass dann machen, oder? Lass dann knacken, Kefo. Hä? Ich bin Charlemagne Victor Beauchamp. Wenn du im Alltag nicht so viel Zeit hast, nenn mich einfach Sharky. Willkommen im Disco Inferno. Mein besonderes Plätzchen, wo ich fern meines Bewährungshelfers oder anderen Zeugen... Hey, ich höre das so ein Klirren irgendwo im Hintergrund in-game. Hier kann ich meinem Drang nach Feuer und Chaos freien Lauf lassen. In einer sicheren Umgebung, ohne Hose und ohne Konsequenzen. Ja, jetzt habe ich eine Hose an. Aber wer weiß, ob das in einer halben oder dreiviertel Stunde auch noch so ist. Ich habe hier ein zuckersüßes Soundsystem, das 110 Dezibel der heißesten Musik rauspustet, die es je gab. Jedes Mal, wenn ich die Anlage aufdrehe, kommen diese scheiß Sekten-Angels angerannt. Ich weiß nicht, ob sie es lieben oder hassen, aber es macht auf jeden Fall Bock, sie einzuschmelzen. Und keine Sorge, diese Angels sind sowieso hirntot. Ich gebe ihnen nur ein Halleluja mit auf den Weg in den Disco-Himmel. Willst du mir helfen? Macht echt Spaß, ich sag's dir. Ich verrate es auch keinem und wir müssen auch nicht unbedingt eine Hose anhaben. Ich sorge für Musik und den Flammenwerfer, um sie tanzen zu lassen. Du bringst dein... was auch immer du parat hast. Lass die Party beginnen. Spawnen tatsächlich. Not bad. Ist ein M60 drauf. Wir müssen ihn zurückholen, bevor die Sekte anfängt, Schweizer Käse aus allem zu machen. Das Ding schluckt Benzin wie ich Bier. Mit etwas Glück müssen die Peggys bald nachtanken. Sieh mal bei der Golden Valley Tankstelle nach. Das ist die nächste. Woher kommt das? Schluckt Benzin wie ich Bier, war. So, die Tankstelle. Kann ich mich da hintippen? Natürlich. Was? Er hat sich ganz schön gewehrt. Auch ein Wunder. Eine Kugel in den Schädel wäre leichter. Das ist nicht der Wille des Vaters. Bring ihn zu John. Er wird sich seine Beichte anhören. Meine Eltern waren die Ersten, die mich die Macht des Wortes ja lehrten. Danke für die Präsentation, Wart. Sie warfen mich in die Küche und warfen mich zu Boden. Und ich erduldete Schmerz und Schmerz und Schmerz und Schmerz.
als ich dachte, ich halte es nicht länger aus. Tat ich es? Und plötzlich brach etwas aus mir heraus. Ich hatte keine Angst, ich war klar. Ich blickte zu ihnen auf und fing an zu lachen. Alles, was ich sagen konnte, war ja. Mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich ja sagen konnte. Ich blickte in jede Öffnung meines Körpers und als sie gefüllt waren, erschuf ich neue. Aber es war Joseph, der mir zeigte, wie selbstsüchtig ich war. Immer empfangend, immer nehmend. Das beste Geschenk erhält man nicht, sondern man gibt es. Geben erfordert Mut. Den Mut, Sünde zu gestehen. Sie sich ins Fleisch zu ritzen und ihre Last zu tragen. Und sie, wenn man gelitten, wahrlich zu büßen begonnen hat, sie herauszuschneiden wie ein Krebsgeschwür, sodass ein jeder sie sieht. Mein Gott, das nenne ich Mut. Ich werde dich Mut lehren. Ich lehre dich das Wort, ja. Was? Damit du dich deinen Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei. Frei. Also wer möchte zuerst? Hm? Wer von euch? Hm? Das ist Lektion Nummer... Ja. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Doch bevor wir anfangen, glaube ich, es wäre angemessen, wenn Deputy Hudson in ihr Zimmer geht. Eine Beichte ist schließlich etwas sehr Privates. Ich bin nicht hier, um dein Leben zu nehmen. Ich gebe es dir zurück. Ich werde dich öffnen und deine schlimmsten Ängste hineingießen. Und wenn du daran erstickst, werden sich deine Sünden offenbaren. Ah, chillig, wat? Hast auch du die Macht es ja verstehen. Ich bin gleich zurück. Ich habe ganz feuchte Hände. Klappe zu, Affe tot. Das
Spiel. Eigentlich habe ich den Takedown-Move gemacht, aber irgendwie hat er mich genommen und hat mich auseinandergenommen. Bad. Pistol Round Velo-like. Hat. Sie nennt sich Yi-Chan. Also, gestatte ich dir sei der Zorn. Lass ihn deinen Körper füllen und deine Seele verzehren. Denn am Ende bist du doch nur ein leerer Körper. Und ich werde genau hier warten. Wir beide warten. Och nö. Ist das wenigstens ein Checkpoint? Müsste, oder? Gib ihm all den Jetson, den er verdient, Brüder. Sag ja! Ich gebe mein Leben im Namen des Vaters! What? Wie soll ich das machen jetzt wieder? Digga, was wollen die machen mit Far Cry 5? Ja, moin. Ah, wenn ich lang brauche, das zieht Leben. Okay, okay, okay. Schule dich in deiner Sünde, auf dass du siehst, wie vergeblich. Deine Sünde verzehrt dich, macht dich blind gegenüber dem Leid, das du verursachst. Sie gestattet dir, Menschenleben einfach so auszulöschen. Hast du überhaupt jemals über das Töten nachgedacht? Jagt den Zünder aus der Anlage. Soll er fliehen? Soll er sich verstecken? Denn egal, wohin er geht, Gott wird uns zu ihm führen. Hinter mir ist noch irgendwas. Das ist die Macht des Ja. Du kannst hier nichts mehr tun, Deputy. Ich komm dich holen, wenn du bereit bist.